Geheimakte Beatles, die Titelstory in der Mai-Ausgabe von Kompakt Magazin. Wir alle lieben diese Band. Ich bin bis heute Fan, aber hier wird die dunkle Seite der Fabulous Four enthüllt. Zum Beispiel den Einfluss der Freimaurerei dieses Herrn oder den Einfluss der CIA auf die Gründung und Entstehung des Beatles-Phänomens. Den Tod von Paul McCartney, Paul is dead. Und am Schluss diskutieren wir, bleiben Sie dran, neue Erkenntnisse zur Ermordung von John Lennon und die Rolle der CIA. Ja, liebe Zuschauer, mit mir im Studio Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer und ein wunderbarer Experte zu diesem Thema, Timo Beil. Ethnologe, Philosoph, Musikexperte und auch selbst Musiker in einer Rockband. Und wir haben hier auf 22 Seiten alle Hintergründe, die versteckten Botschaften in den Covers. Wir berichten über den Einfluss von Aleister Crowley auf die Beatles. Wir berichten über Sex, Drugs and Revolution. Über den Doppelgänger von McCartney, natürlich auch über den mysteriösen Tod von John Lennon. Und wo fangen wir an? Lieber Timo, ich würde sagen, ich lese mal 2, 3 Zeilen vor. Ihr habt doch da ein sehr schönes Intro. Ja, mach mal. Zu den Fabricated Four. Und zwar die Ansicht, dass die Beatles ein Produkt des Tavistock-Instituts waren und Fab Four, deswegen eher für Fabricated Four, fabrizierte Vier, als für Fabulous vorstehen, vertritt unter anderem John Coleman, ehemaliger Offizier des britischen Geheimdienstes MI6, in seinem Buch Das Komitee der 300. Der Coleman schreibt, dass die Liverpooler Band Teil eines Deep State Programms waren, mit dem freie Liebe, Drogen und spirituelle New Age Lehren verbreitet werden sollten, eben als Ersatz für das Christentum. Das ist natürlich für Beatles-Fans und auch für Nicht-Fans ein ganz starker Tobak. Also, ich würde das mit einem großen Jein angehen. Ja, es gab das Tavistock-Institut, es gibt es auch immer noch. Die begannen nach dem Ersten Weltkrieg damit, Leute mit Grabenschock zu behandeln. Also Leute, die aus dem Krieg kamen und mehr oder weniger den Verstand verloren hatten und nicht mehr die nötige Selbstkontrolle hatten, die haben die behandelt. Und auch erforscht. Und dann haben sie festgestellt, dass diese Leute im Zustand der extremen Belastung, des Schocks, manipulierbar sind. Fanden die dann spannend und haben das auch auf Gruppen übertragen, wie man Gruppen manipulieren kann. Und so ergibt das bei dem, der Ägypter Coleman für mich Sinn. Also ich glaube nicht, dass da John, Paul, George und Ringo im Reagenzglas gezüchtet wurden oder so. Das halte ich für Unfug. Nur, dass so etwas passieren würde, und dass eine Institution, die gut vernetzt ist, wie das Tavistock-Institut, das dann ausnutzen kann, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nämlich Schrecken, Zweiter Weltkrieg, kollektiver Schrecken für die ganze Welt. Und dann endlich die Entspannung, die aufplatzt durch die Beatles und das, was wir Beatlemania nennen, wo die dann alle rumgeschrien haben. Man hat mir geflüstert, wir haben einen Einspieler. Ja. Wir schauen uns mal an, wie so eine Schocktherapie vorher ruhige Jugendliche in einen kreischenden Mob verwandelt. Ich glaube schon, dass die auch von der Erfahrung, die ich mit Bands habe, eine Gruppe waren. Die haben viel zu viele Auftritte zusammengespielt, dass die nicht auch Kumpels waren. Und die mochten, was sie taten, auch wirklich. In diesem Sinne Überzeugungstäter, aber auch instrumentalisiert, ja, das auf jeden Fall. Und die herausragende Figur dabei, denke ich, ist schon John Lennon. Das kann man auch schön an seinen Frauen aufhängen. Und die erste wäre dann, wie hieß sie, Astrid Kirchherr, glaube ich, in Hamburg. Wir wissen, die Beatles gingen nach Hamburg.
und haben dort auch gespielt und zwar vor Seeleuten. Seeleute sind ein globalisiertes Publikum. So sehe ich das. Ja, wirklich das globale Dorf im Kaisersaal in Hamburg. Und da liefen halt die Kunststudenten rum. Notabene die Astrid. Und die hat den Beatles die Pilzkopffrisur verpasst. Ihre Erklärung selber ist, na, das war für uns nichts Besonderes. Wir Kunstschüler in Hamburg, wir liefen alle so rum, weil wir sahen traurig aus, wir haben Zigaretten geraucht, wir hatten schwarze Pullover, wir hatten diese, wie Sie sagten, Existenzialismus, genau. Ja, genau. Stichwort Adorno, Frankfurter Schule und das Implementieren dieses New Age, ja, dieser Hippie-Bewegung auch. Gell? Nee, ich würde sagen, dies war dann eher erstmal als Zersetzung gedacht. Ich glaube nicht, dass sich Tavistock oder die Frankfurter von Anfang an dachten, wir wollen jetzt Hippies machen, sondern wir wollen erstmal die bestehende bürgerliche Ordnung zerlegen. Ja, vielleicht, wenn ich da gerade ein Zitat aus dem Heft bringen darf, und zwar von dem erwähnten Tavistock-Institut. Einer der Chefs da, ein gewisser Chisholm, schrieb in seinem Buch, ausgelöscht werden sollten das Konzept von richtig und falsch, ebenso wie die Lebenserfahrung und Weisheit älterer Menschen, aber auch die Familie, der Patriotismus, die monotheistische Religion sollten aus Leben und Gedanken verschwinden. Und das war ja sozusagen der Effekt dieser sogenannten Beatles-Epoche oder Beatlemania, wie man es nennt, ja, dass die tradierten Werte, die vorher übrigens auch von den Linken noch hochgehalten wurden, also selbst in der DDR hieß ja der Jugendverband Freie Deutsche Jugend. Ja. Ja, das wird jetzt plötzlich überspült durch eine globalisierte Teenager-Bewegung. Ja. Und auch der Begriff Teenager kommt ja aus der damaligen Zeit. Okay, vorher hat man eben gesagt deutsche Jugend oder französische Jugend. Und plötzlich kommt da ein englischer Begriff, der über alle Landesgrenzen hinweg verwendet wird. Punkt A. Und es wird durch diesen Begriff auch ein neues politisches Subjekt eingeführt, was es vorher ja nicht gab. Mhm. Es war das Bürgertum ein politisches Subjekt oder die Arbeiterklasse, die Bauernschaft und so weiter. Plötzlich haben wir die Jugend zusammengefasst im Begriff Teenager. Und da ist schon sozusagen die Avantgarde formiert worden als Rambo gegen die alte Ordnung. Wollten wir böswillig sein, würden wir sagen, 40 Jahre vorher hat Ernst Jünger das mit dem Arbeiter beschrieben, weil er von der totalen Mobilmachung sprach, ja, die er dann auch metaphorisch überzogen hat von dem, was im Ersten Weltkrieg lief. Aber natürlich für die siegreiche westliche Welt war das eine große Abräumbewegung. Übrigens auch, weil du sagst Pilzköpfe, ja, also ja. Die neue Frisur. Ja. Die Langhaarigen, die es ja nur, vorher nur in Randgruppen gab, also man hat gesagt Gammler oder was, ja. Das wurde plötzlich ein Massenphänomen und natürlich hat die Frisur der Beatles dann einen Gutteil als Schrittmacher dazu beigetragen. Und da haben wir diese Kunstschulbewegung. Lennon war an der Kunsthochschule, der Stu Sutcliffe, der erste Bassist, der auch nach Hamburg ging, war an der Kunsthochschule. Und die Astrid war an der Kunsthochschule. Da traf sich ein bestimmtes Milieu. Und dieses Milieu war natürlich von Kulturmarxismus durchsetzt. Und eine ganz richtige Psychotechnik dabei sind ja neue Wörter, also Neologismen, wie Teenager und cool, die eingeführt wurden, um sich abzusetzen. Damit mache ich Unterschiede. Dann kann ich auch eine Identitätspolitik machen. Wir reden über cool. Wir sind Teenager, aber der redet von Jugend. Ja. Übrigens auch die Sache mit Gender geht da schon los damals. Also wir haben die langen Haare bei den Männern, was ja vorher eine Sache der Frauen war, mehr oder weniger. Ja. Und wir haben zum Beispiel so ein Phänomen wie Twiggy, also die ja dann den Minirock eingeführt hat, aber die war ja total flachbusig, sah also aus wie ein Knabe. Und die Männer haben die Haare lang, sehen aus wie Frau und da geht schon das Geschlechter wirrwarr los, was ja heute alles durcheinander bringt. Ja, und wir haben das auf beiden Seiten des Atlantiks. Das ist dann auch sozusagen die Sache, wie wir die CIA damit reinkriegen nachher. Wir haben, wenn du sagst London, haben wir die Twiggy. Dann haben wir in New York Edie Sedgwick in der Gang von Andy Warhol
und seiner Factory als Starlet, als Jungschauspielerin, die auch kurze Haare hatte und eben überhaupt nicht im klassischen Sinne weiblich wirkte, sondern auch Drogen nahm, Zigaretten nahm, große dunkle Augen, komisches Make-up und so, anders, um aufzufallen. Ich darf unterbrechen, Mia Farrow in Rosemary's Baby hatte auch rappelkurze Haare und war auch ganz blass. Deswegen, ich möchte jetzt auch mal hier zu den versteckten Botschaften übergehen. Wir haben hier im Titel Aleister Crowley, zu dem kommen wir noch, mit dem allsehenden Auge. Und an dem britischen Okkultisten hatten die Beatles auch einen Narren gefressen. Ich will es mal hier in die Kamera halten. Und zwar sehen wir hier die Zeichen der Gerade bei Aleister Crowley. Und hier auf dem Plattencover Help ahmen sie die Fab Four, die Zeichen nach. Und wir haben auch hier versteckt oben links den Aleister Crowley. Das ist das Studioalbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band von 1967. Und natürlich finden wir im Heft noch einige weitere Symbole. Sie haben da auch gelebt in Amerika, in der gleichen Gegend wie Manson. Und gut, über Aleister Crowley weiß ich jetzt nicht viel, aber ich habe gehört, du weißt was über den. Ja, man kann natürlich ewig über Crowley reden. Er ist sowas wie die Einstiegsdroge in den Okkultismus für Rockmusiker. Lernt man erstmal Crowley kennen und findet ihn toll. Ein Mitmusiker sagte mal, Crowley ist ein oller Rock'n'Roller. Also verglichen mit den anderen Esoterikern. Ja, man ahmt ihn nach, weil es gibt halt die verschiedenen Zeichen bei Crowley für die Gerade. Und das, können wir es nochmal in die Kamera halten? Für die Freimaurer gerade. Ja. Okay, das so eigentlich die Buchstaben H-E-L-P, also Help, symbolisieren, hat aber nie einer verstanden. Und dann haben eifrige Leute herausgefunden, dass in Crowleys, ich glaube, es war die telemitische Einweihung, diese Zeichen für die Gerade verwendet wurden. Und das gefiel den Leuten natürlich auch. Das kann ich auch verstehen. Wenn du in einer Rockband spielst, dann willst du wild sein, mal verrückte Sachen erleben, nicht einfach nur irgendwelche Drogen schlucken, sondern willst bedeutend drüber reden. Da ist Crowley ziemlich gut drin, über exzessive Orgien und Drogen zu reden. Was war der? Der war Sohn von reichen Brauleuten. Ja, meines Wissens. Und hatte aber ein Interesse an Okkultismus. Ende 19. Jahrhundert, da war er nicht der Einzige. Also es gibt Vorläufer. Für viele Leute steht Crowley so als alleiniges Monster da. Das ist aber Unfug hier. Diese Geste, die wir da auf dem Cover haben, die hat er sich von Helena Blavatsky abgeguckt, von den Theosophen. Und dann gab es in Deutschland auch noch, ja, Rudolf Steiner zum Beispiel, ja, und Theodor Reuss. Und dann gab es auch noch Gurdjieff, der Russe Gurdjieff. Die haben alle solche Sachen gemacht. Die arbeiten dann auch mit Neologismen und mit Sachen, wenn du in meiner Einweihung was werden willst, dann musst du dich anders benehmen. Dann schreibst du jetzt nur noch mit links. Dann müssen sich die Männer alle die Haare abrasieren und nur noch eine Locke tragen und du färbst dir die Haare rot. Solche Sachen. Sachen, die man sonst nicht macht, ist ein klassisches System, war schon immer ein klassisches System, wenn ich mit jemandem eine Einweihung machen will. Wenn ich will, dass der zu meinem Orden gehört, sich für was Besonderes hält. Vielleicht ist das gar nicht. Dazu macht man sowas. Und das ist natürlich genau die Parallele von Crowleyanern und sowas wie dem Tavistock-Institut. Weil die haben ja auch rausgefunden, ich brauche andere Wörter, ich brauche eine andere Frisur, um die Leute aus ihrem bisherigen Muster rauszuholen, damit sie dann in meinem Orden, in meiner Sekte oder jedenfalls da sind, wo das ich sie gerne hinhaben will. Das haben wir ja heute auch wieder. Gell? Und Stichwort psychologische Kriegsführung. Und aus aktuellem Anlass möchte ich da auf MK Ultra kommen. Ich sage MK Ultra und nicht MK Ultra. Und zwar der Mörder von John Lennon, Mark Chapman, der soll manipuliert worden sein. Und es ist sehr, sehr ungewöhnlich, dass zeitgleich zu unserer Kompaktberichterstattung auch plötzlich die Mainstream-Medien darüber berichten, allen voran die Bild-Zeitung. MK Ultra ist das umstrittene Geheimprojekt der CIA. Die haben zur Zeit des Kalten Krieges mit LSD experimentiert und Hypnose, um Menschen zu manipulieren. So, und jetzt komme ich drauf. Da waren natürlich auch Ärzte mit involviert, unter anderem ein Dr. Milton Klein. Er arbeitete halt mit in diesem Bewusstseinskontrollprogramm. Und Dr. Klein prahlte 1979 damit, dass ein Mann mittels Hypnose zum Mörder programmiert werden könne. Und da ist eben jetzt aktuell wieder die Frage aufgeworfen, ob Chapman mithilfe von Hypnose oder LSD manipuliert wurde, sofort die Schuld einzugestehen. Es gab ja gar keinen Prozess.
Man hätte ihn auch für unzurechnungsfähig erklären können, weil er eben starke Psychopharmaka auch genommen hat. Und die US-Geheimdienste hatten ja John Lennon schon länger beobachtet, haben auch große Akten über ihn angelegt, die bis heute verschlossen sind. Und dann hat sich ja John Lennon wohl auch aus diesem Gebiet irgendwie rausbegeben und hat dann nur noch gegen den Krieg protestiert und mit Yoko Ono im Bett gesessen und Peace und Revolution und ist wohl dem System oder dem tiefen Staat etwas entglitten. Das ist auch eine Theorie, die jetzt wieder aufgegriffen wird, weil die USA den Kalten Krieg gewinnen wollten unter Ronald Reagan. Und er hat eigentlich nur noch ausschließlich für den Frieden demonstriert und sich wohl vom System abgewandt. Kann das sein? Ja, das auf jeden Fall. Er passte auf jeden Fall dem tiefen Staat Ende der 70er nicht mehr in den Kram. Und solche Organisationen und Vorhaben, die kennen ja wenig Solidarität. Sagen, du, hör mal auf, ist jetzt nicht so gut. Sondern man hat ja auch Van Lennon von Anfang an manipuliert. Also ich glaube nicht, dass man ihn irgendwann in den CIA-Bunker geholt hat und gesagt hat, so, jetzt machst du das und das und hier haben wir mal einen Text für dich geschrieben. Es reicht ja völlig, wenn die Leute von sich aus das tun, was mir in den Kram passt. Dieses berühmte, die Basis, nur das zu wissen, was ich wirklich brauche. Wäre ich ja verrückt, wenn ich so einem Drogenschlucker und Junkie wie Lennon erzähle, was ich für einen tiefen Plan mit ihm habe. Das mache ich doch gar nicht als Geheimdienst. Und da möchte ich mal die Kurve von England in die USA bekommen. Also die Beatles haben ja auch die Kurve von England in die USA bekommen und hingen irgendwann in Los Angeles rum. Die Anekdote ist immer, irgendwann lief der Peter Fonda, also der Sohn von Henry Fonda, der große Easy Rider-Typ, dem John Lennon über den Weg und sagte, oh John, ich weiß, wie es ist, wenn man tot ist. Das fand John sehr spannend, hat ja immer ein bisschen autodestruktive Tendenzen gehabt. Und dann meinte zu ihm der Peter, ja, da musst du mal LSD nehmen. Seitdem beginnt dann die psychedelische Phase der Beatles. Und mit Peter Fonda sind wir in dieser Nachbarschaft, die du schon angedeutet hast, nämlich in Laurel Canyon. Das ist eine Straße, ein Viertel in Los Angeles, wo wirklich so ziemlich alle berühmten Rocker mal wohnten und auch die Beatles teilweise wohnten. Und wo die CIA ein Fernsehstudio unterhielt in einem alten Hotel. Und da sieht man wirklich mal massive, wenn man das Buch liest, ihr erwähnt das von dem McGowan, massive Einflussnahmen aus dem militärisch-industriellen Komplex in die Rockmusik rein. Also die Jim Morrison von den Doors war der Sohn des Admirals, der den Vietnamkrieg angefangen hat. Das steht auch alles im Heft. Ja, das habt ihr im Heft drin, sowas. Ja. Also da gibt es dann diese Verbindung, das ist richtig. Und wenn man dann den Crowley noch aus dem Sarg holt und den Leuten andient, dann umso besser, der auch in Los Angeles eine bedeutende Gefolgschaft hatte. Man muss die Parallelität im Auge behalten. In dieser Straße in Los Angeles, da wohnten die Rockgrößen und begannen mit Drogen zu experimentieren. Ja. Und die Väter dieser Rockgrößen, nehmen wir mal den Vater von Frank Zappa, arbeiten gleichzeitig in Geheimprogrammen der CIA in Bezug auf MK Ultra, wo auch mit Drogen experimentiert wird, um Leute in der Schizophrenie zu halten oder in die Schizophrenie zu bringen und dann sozusagen diese kaputten Persönlichkeiten zu Kampfmaschinen zu machen, die man auf Zuruf oder mit einem Codewort steuern kann. Ja? Und es ist wirklich frappant, alle diese Größen der Mamas und der Papas sitzen da, die Beatles kommen dazu. Und die Frage ist jetzt, kann es nicht sehr gut sein, dass Erkenntnisse aus der Forschung der Väter bei der CIA bei den Söhnen gelandet sind? Wobei die Söhne, ich will nichts gegen Frank Zappa und die anderen sagen, wahrscheinlich eher Versuchskaninchen waren, die gar nicht wussten, was ihnen geschah, als Mittäter. Genau. Die waren manipuliert. Warum muss ich, der will jetzt gegen mich als Vater rebellieren oder gegen meine Vatergeneration. Ich bin Geheimdienstler, ich bin Navy-Offizier und der muss sich jetzt gegen mich wehren. Und das passt aber gerade meinen CIA-Kumpels gut in den Kram.
ja, werde ich jetzt meinen drogenschluckenden Sohn da Tag und Nacht bequatschen, der mir sowieso nicht zuhört? Nein, ich lasse den machen. Bin froh, dass er vielleicht noch Karriere macht. Na, ich denke, die Sache menschelt auch. Das wird immer übersehen. Man glaubt immer, dass die eine große Plan und alle, oh ja, Verschwörungsmeister, wir tun, was du sagst. So läuft das doch nicht. Sondern man zieht Fäden, schubst hier, schubst da. Und da, glaube ich, passten die Beatles einfach sehr gut in den Kram. Und das bedeutet auch, ich tue ihrer Genialität auch gar keinen Abbruch. Natürlich waren das richtig gute Songwriter und richtig gute Performer. Da darf ich kurz mal einhaken. Genialität, habe ich mir auch was angestrichen. Ihr Werk umfasst 220 auf Vinyl verfasste Songs von höchster Qualität zwischen 1962 bis 1970. Mhm. Darüber hinaus haben Sie Filme gedreht, A Hard Day's Night, Help, Magic Mystery Tour und Let It Be. Dann auch noch diese Zeichentrickproduktion, mhm, Yellow Submarine. Und Sie gaben bis August 1966 hunderte von Konzerten. Da habe ich mir auch gedacht, das ist ja schon übermenschlich. Ich will was sagen zu Yellow Submarine, ja? Ja, diesem unschuldigen Trickfilm. Da haben wir im Heft ein schönes und mir vorher völlig unbekanntes, ja, Foto, ja, drin. Ein Promo-Foto für Yellow Submarine. Also man sieht, das gelbe Unterseeboot ist on top. Und jetzt achtet man mal auf die Handzeichen. Der John Lennon macht hier das Teufelszeichen. Mhm. Und der Paul McCartney macht dieses Zeichen. Ich kannte das nur als Zeichen für gut gemacht, aber ist wohl auch das Zeichen für 666, ja, das Teufelszeichen aus der Johannes-Offenbarung. Ja. Also kann man sagen, unter dem Einfluss von zum Beispiel Aleister Crowley sind sie sozusagen auch zu Werbebotschaftern für diese satanistische Richtung geworden, mhm, oder... Ja, das ist übrigens auch nochmal hier näher ausgeführt. Mhm. Ab Seite 16, das Tier 666. Also wir können jetzt hier schlecht richtig in die Theologie einsteigen, die dahinter liegt. Crowley war vor allen Dingen Heide, Okkultist und Sexmagier, was denn die Leute spannend fanden, weil sie dachten, sie bekommen dann besseren Sex, wenn sie sich daran hängen, was nicht unbedingt der Fall ist. Und aber dann hat er auch Religionen erfunden. Hat Visionen gehabt und Religionen erfunden, die er hält die für polytheistisch. Ich denke nicht. Ich denke, sie sind in der Struktur eher monotheistisch. Ich will dich nicht unterbrechen. Wir wollen nicht alles verraten, was im Heft steht. Okay. Bleib vielleicht mal bitte bei dem Punkt. Warum machen die Beatles solche Zeichen? Also ist da ein Auftrag dahinter oder? Nee. Oder war das Trend? Das ist der Mode? Na, vor allen Dingen, weil ich es kann. Hm. Wenn ich zu den Ersten gehöre, die irgendeine, und jetzt sind wir in dem Sprachspiel, die irgendeine coole neue Sache entdeckt haben, dann muss ich das doch rumzeigen. Möglichst unauffällig, nicht so, hallo, 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 ich habe jetzt was Cooles, sondern so... Etwas mysteriös. Ja, genau. Ja. Das, denke ich, ist die ganze Motivation dahinter. Das macht Spaß. Ich will provozieren. Ich habe obendrein, also ich als Lennon, ich will provozieren. Ich habe obendrein noch gelernt, ich habe Erfolg, wenn ich provoziere. Dann umgebe ich mich mit allen möglichen Leuten, die nach sowas suchen, ja, und dann mache ich das eben. Ich, ja, glaube nicht, dass er jemand sagt, und morgen aber hier üb mal deine Fingerstellung. Ja. Mhm. Ich will noch eine interessante Sache sagen. Charles Manson, der seine Clique zum Massenmord geschickt hat. Ich wollte es gerade erwähnen. Und eines der Opfer war ja die Sharon Tate, ja, die Frau von Roman Polanski. Mhm. Polanski dreht den Film Rosemary's Baby. Ja. Der Film, große Teile, vor allem am Schluss, bevor da der Teufel aus dem Bauch kommt, ja, werden in einem Gebäude gedreht und vor diesem Gebäude wird dann John Lennon erschossen. Ja. Ja, und gleichzeitig wohnt Charles Manson im gleichen Tal oder in der gleichen Straße, wie heißt der nochmal? Laurel Canyon. In diesem Canyon, wo die ganzen anderen Rockstars in Los Angeles leben. Also und wo die Beatles auch absteigen. Genau, also da ist schon Zufälle gibt, dass man sie kaum glauben kann. Ja, ja, das ist schon ganz lustig. Und John Lennon hatte in dem Dakota Building, das ist das Haus in New York, wo er dann vorher erschossen wurde und wo Polanski den Film gedreht hat, nach eigener Aussage auch Begegnungen mit Außerirdischen. Das waren schon lustige Leute. Aber wollen wir jetzt zu dem toten John kommen oder doch lieber zum toten Paul? Na, den. Wir haben hier eine Aufnahme
die angeblich beweisen soll, dass Paul McCartney 1966, glaube ich, gestorben ist und dann ein Doppelgänger eingesetzt wurde. Da wollen wir aber nicht drauf eingehen. Das kann man auch im Heft wunderbar los nachlesen. Wir gehen zurück zu dem, was Steffi angefangen hat mit John Lennon und seinem Mörder Chapman. Ja, es ist ja wirklich kein Zufall, würde ich mal sagen, dass gerade jetzt Ende April auch der Mainstream dieses Thema nochmal aufgegriffen hat, allen voran die Bild-Zeitung und auch eine Doku in England erschienen ist und da immer mehr ans Tageslicht gekommen ist, dass Mark Chapman wohl nicht der Mörder sein kann. Ich habe mir da mal ein Zitat rausgeschrieben. Also die offizielle Version ist erstmal, Chapman soll 5-mal auf Lennon geschossen haben, wobei 4 der Kugeln sein Opfer in den Rücken trafen. Der Arzt, der Lennon behandelt hat, berichtet aber von Einschusslöchern in Lennons Brust, nicht in den Rücken. Und da ist schon die erste Vermutung, dass es ein ganz anderer war, der Lennon ermordet hat. Und was auch ungewöhnlich ist, es gab keinen einzigen Zeugen. Mhm. Auch Yoko Ono kann sich überhaupt nicht erinnern, irgendwas gesehen oder bemerkt zu haben, obwohl die Schüsse aus nur 6 Metern Entfernung abgegeben wurden. Sehr ungewöhnlich. Und da ist nur die Frage, wenn jetzt Chapman nicht der Mörder war, wer war es dann? War es wirklich die CIA? Ich denke schon. Hältst du für wahrscheinlich? Also ich denke schon, dass, wir nehmen jetzt mal CIA Pass pro Toto für den tiefen amerikanischen Staat, ja, das kann auch eine andere Organisation gewesen sein, dass den Amerikanern überhaupt nicht gefiel, dass Lennon allmählich wieder auf die Füße kam. Und sie wussten, was sie in den 80ern machen wollten und da wollten sie keinen Lennon haben, der musste weg. Das kann ich mir gut vorstellen. Sie wollten den Kalten Krieg gewinnen, genau ja. Das. Und Kriege im Nahen Osten und sonst irgendwo führen, das ist schon richtig. Und natürlich einen generellen Rollback, das, was wir dann unter der Reagan-Regierung hatten. Genau. Geschäft, Yuppietum, Konservatismus. Der Typ des Yuppie wurde dann eingeführt, um den Hippie, der Young Urban Professional, der junge städtische Professionelle mit seinem Anzug und Smart, ich mach Geld. Ich habe Spaß, ich kann auch Drogen nehmen, aber ich mache vor allem Geld und es läuft. So, das wollte man haben, weil das Hippie-Modell war gut, um die alte Ordnung zu zerlegen, aber jetzt brauchte man es nicht mehr. Und wenn solche Leute jemanden nicht mehr brauchen, dann ziehen sie ihn aus dem Verkehr. Das ist meine Auffassung davon. Ja, nicht nur brauchen. Also ich habe, Timo, ich habe mir aus der britischen Doku noch was rausgeschrieben. Im November 1980 hätte der tiefe Staat, also die CIA, gewusst, dass John Lennon eine zu starke Stimme gegen diese, was du angesprochen hast, diese künftige militärische Auslandsambition unter Ronald Reagan war. Er wurde zu stark. Und wie ich eben schon mal gesagt habe, Yoko Ono und John Lennon haben regelmäßig gegen den Krieg demonstriert und sie hatten die Massen hinter sich. Ja, ja, also das ist vielleicht ein sehr, sehr interessanter Punkt. Die Theorie, die im Heft referiert wird und die du jetzt nochmal wiederholt hast, Steffi, läuft darauf raus, die CIA hat den Mord begangen, indem sie einen Schützen geschickt hat. Oder hypnotisiert hat. Oder indem sie Chapman, den offiziellen Mörder, den amtlichen Mörder sozusagen über MK-Ultra hypnotisiert hat. Hypnotisiert und auf die Reise geschickt hat. Also diese zwei Varianten, ja. Vielleicht gab es 2 Schützen, vielleicht nur einen. Aber die Riesenfrage ist natürlich, John Lennon war ja ein sehr wichtiger und genialer Vertreter der neuen Weltordnung. Also sein Lied Imagine, das blöderweise heute noch auf Demonstrationen oft gespielt wird, auch in unserem Milieu, ist ja das Programm der neuen Weltordnung und des Great Reset. Also Imagine there's no heaven, Imagine there's no country, Imagine there's no possession. Also stell dir vor, es gibt kein Land mehr, es gibt keinen Besitz mehr. Es gibt keinen Himmel mehr. Es gibt keinen Himmel mehr, ja. Also da ist alles drin. Ist es im Grunde eine neokommunistische, globalistische Hymne. Also der Mann war sehr wertvoll, was sich schon daran zeigt, dass die Sachen heute noch gesungen waren. Er war sehr wertvoll für die Eliten. Und warum sollten sie ihn dann aus dem Weg räumen? Also den Punkt habt ihr schon angeschnitten, ja. Aber wir wollen vielleicht noch einen Augenblick dabei bleiben. Ich glaube nämlich, dass der Punkt zurückführt und John Lennon da
prototypisch steht für das, was man als 68er-Revolte oder als sogenannte Neue Linke generell bezeichnet? Also mein Argument dafür, dass es von Seiten des tiefen Staates oder von Seiten der Kulturrevolutionäre, die dahinter standen, völlig sinnvoll und notwendig war, Lenin auszuschalten, ist der, dass wenn ich einen Propheten habe, einen Messias, dann bin ich viel besser dran, dass wenn er tot ist. Sonst kann er mir dazwischenreden. Anders habe ich einen Märtyrer und kann immer wieder seine ollen Songs da rauskramen und sagen, seht ihr das, das muss sein. Was wäre denn, wenn Lenin sich die Sache plötzlich anders überlegt hätte? Ja? Selber denken und so, ganz schwierig bei Führungsfiguren. Die muss man irgendwie dafür sorgen, dass sie nicht mehr denken können. Denke ich auch an Petra Kelly. Ja, das hast du jetzt gesagt, aber ja, klar. Ja, ja. Also man muss sich auch vorstellen, nach dem Tod von JFK treten die USA in den Vietnamkrieg ein, den JFK nicht wollte. Und der Krieg wird immer brutaler und dagegen entwickelt sich eine Friedensbewegung, Antikriegsbewegung, sehr mächtig in den USA. Zumal diese gefährliche Bewegung wird dann unterwandert von diesem psychedelischen LSD-Marxismus, den die Popkultur, die Beatles, aber noch mehr andere Künstler sozusagen in die Bewegung reintragen, bis die so bekifft sind, dass sie keine ordentliche Demo mehr zustande kriegen. Du hast doch da auch eine Zuschrift gekriegt, die fand ich interessant. Ja, ein Freund von mir, der älter ist als ich, schreibt mir eine E-Mail, liebe Stefanie, und so weiter. So, zu den Verschwörungstheorien in Anführungsstriche über Beatles und Hippies kann ich etwas beitragen, denn ich war ja 1977 bis 1979 in San Francisco. 1977 war das Ende der Produktion der Minuteman-Raketen, die in ganz USA in Raketensilos stationiert wurden, ca. 500 Minuteman II und über 1000 Minuteman III. Die Hippie-Bewegung hatte zwar auch den Vietnamkrieg auf der Themenliste, aber ich hatte den Eindruck, dass es in erster Linie eine Ablenkung war, weil von 1960 bis in die 70er die Raketensilos auch in Kalifornien gebaut wurden. Die Medien mussten also abgelenkt werden, damit es nicht zu Demos gegen die Stationierung von Atomraketen im eigenen Land kommt. Sehr interessant. Also der Punkt, ein Zeitzeuge. Ja, zur Erklärung vielleicht, die Minuteman-Raketen, das waren die atomar bewaffneten Interkontinentalraketen. Das war der Horror bis in die 80er Jahre rein, die gegenseitige atomare Vernichtung, die haben die da gebaut, das stimmt. Und wenn du heute auf YouTube gehst und alte Rockmusik anklickst, dann empfiehlt dir der Algorithmus früher oder später Vietnam-Rock. Mhm. Die Rock-Songs, die Soldaten dort gehört haben, was natürlich die Anti-Vietnam-Bewegung, die Friedensbewegung von damals nochmal pervertiert oder auf ein neues hegelianisches Niveau anhebt, ein neues dialektisches Niveau anhebt, was der Zuschrift von deinem Freund da entspricht, ne? Dass das auch eine Show war, Vietnam. Mhm. Und es war sowieso ein Stellvertreterkrieg. Mhm. Und man konnte sich offensichtlich leisten, den zu verlieren. Ja, liebe Zuschauer, es ist sehr spannend. Wir haben uns schon vor der Sendung lange unterhalten und jetzt auch noch mal sehr lang. Wir können hier nicht alles erklären an dieser Stelle. Alles Weitere über die dunkle Seite der Pop-Titanen erfahren Sie in unserer Mai-Ausgabe. Es ist spannend und es lässt Ihnen die Haare zu Berge stehen.